88 Kubikzentimeter. Willkommen, liebe Motorsportfreunde, zu 3/4 Stunden Konzentrat vom Salzburgring, Start der 80 Kubikzentimeter Klasse. Ganz oben in Ihrem Bild Stefan Dörflinger, klar bester in 4 Trainingssitzungen. Er nahm dem zweiten, dem Spanier Jorge Martinez, 1,11 Sekunden ab. Differenz zwischen der Nummer 3 hier, Pier Paolo Bianchi, dem zweifachen Sieger der Saison, und Stefan Dörflinger, 2,5 Sekunden. Also die Zündapp sehr, sehr schnell, und jetzt die letzten leichten Manöver vor dem Start. 20 Runden haben die 80er zu fahren, und das 36er Feld ist gestartet. Gut ist Bianchi weggekommen, ganz im Vordergrund, und rechts kommt die Nummer 1, ganz in Weiß, das ist Dörflinger, hinter dem Spanier Jorge Martinez mit der Nummer 11. So geht es auf die 4,24 Kilometer lange Runde. Dörflinger bereits vorne mit der 1 an seinem Hinterrad. Jetzt die 16, Gerhard Weibel auf einer Hummel, der deutsche Fahrer, der hier im Training ebenfalls noch in die erste Startreihe kam. Das ist die erste große Kehre, die Nocksteinkurve. Und Sie sehen, wie sich dieses 80er-Feld schon auseinander zieht. Hätte man die 7%-Regel angewandt, dann hätten nur 13 Motorräder starten dürfen. Man hat dann diese Limite auf 15% der Zeit der besten 5 hinaufgesetzt und so doch noch ein 36er-Feld zusammengebracht, in dem also Stefan Dörflinger jetzt bereits vorne liegt, Hans Müller im Training auf Platz 7 fuhr, Rainer Costa als 26. ebenfalls in dieses Rennen gegangen ist. Bereits großer Vorsprung für den Dominanten des Trainings, Stefan Dörflinger. Er muss heute natürlich, denn er liegt ja 14 Punkte hinter Pier Paolo Bianchi in der Weltmeisterschaft zurück. Klasse zu fahren für den führenden Fahrer, und hier kommt er ins Bild. Es ist nach wie vor die Nummer 1, Stefan Dörflinger, der ein überlegenes Rennen fuhr, bei Halbzeit schon 10 Sekunden Vorsprung auf seinem Zündapp-Marktgefährten Hubert Abbott aufwies, und Weibel und Bianchi die nächsten Verfolger. Sekunde um Sekunde distanzierte. Inzwischen liegt er fast eine halbe Minute vor diesen beiden. Zweimal stellte die Casal den Sieger mit Bianchi. Diesmal aber ein Doppelsieg für Zündapp in Griffnähe. Die Nummer 37, der Brite Baird, wird nicht mehr überrundet. Das ist der Einfahrt. Der Sieger heißt erstmals in dieser Saison Stefan Dörflinger, zweiter Platz für die Nummer 20 für Hubert Abbold. Das ist der erwähnte Doppelsieg. Dritter Platz, sein bester in dieser Saison, für den Deutschen Gerhard Weibel auf einer Hummel. Und erst auf Platz 4 erscheint der zweifache Sieger dieser Saison, Pier Paolo Bianchi, auf seiner Casa. In der Weltmeisterschaft führt Bianchi jetzt mit 38 Punkten vor Stefan Dörflinger mit 31, also nur noch 7 Punkte zurück. Auf Platz 3 Hubert Abbold mit 30 Punkten.